Hey, moin Leute, das ist ein kleines Info-Special-Video, um etwas anzukündigen und etwas, ich habe gute Nachrichten und ich habe schlechte Nachrichten. Kommen wir zu den schlechten zuerst. Und zwar habe ich vorgehabt und mir wurde auch schon sehr oft geschrieben, hey Lubu, let's playst du auch Spider-Man Edge of Time? Und ich dachte mir, okay, das mache ich, weil ich bin ein riesen Spidey-Fan. Und ich hatte auch vor, das zu Let's Playen. Ich wollte mir das Ende Oktober holen. Ende Oktober sollte es rauskommen. Jedoch kommen jetzt die schlechten Nachrichten. Spidey of Time kommt leider nur für die Next-Gen-Konsole. Es tut mir wirklich leid. Ich bin nicht im Besitz von einer PS3 oder Xbox 360. Ich habe meine gute alte Pink Lady. Oh ja, ein Bild zeige ich jetzt nicht, aber mein Rechner ist... Das sage ich jetzt auch nicht. Passt schon, ne? Also, ihr könnt euch sicherlich vorstellen, was, aber lasst euch vom Äußeren nicht täuschen. Wie gesagt, ich bin eigentlich PCler. Ich habe auch Konsolen, aber etwas so die älteren, so PS2 und ich habe sogar noch Sega Mega Drive und alles, aber da kommt ja kein Spy hier raus, ne? Edge of Time zumindest. Und ne, lange Rede, kurzer Sinn. Und ne, lange Rede, gar keinen Sinn, besser gesagt so... Ich habe, wie gesagt, vorgehabt, Edge of Time zu Let's Playen, aber es kommt leider nicht für den PC raus. Es tut mir leid. Deshalb ist es auch für mich ein kleiner Schock, weil Edge of Time sollte Ende Oktober kommen und ungefähr vor ein paar Wochen wurde dann festgestellt, dass es doch nicht für den PC erscheint. Aus Gründen, die ich jetzt nicht unbedingt weiß. Ich kann das mal nachgucken hier. Moment, da bin ich jetzt super vorbereitet. Spider-Man, Edge of Time. So, Actionspiel erscheint nicht für den PC. In einer Pressemeldung anlässlich der E3 in Los Angeles gibt der Publisher Activision Blizzard bekannt, dass derzeit ausschließlich Konsolenversionen von Spider-Mans neuestem Abenteuer geplant sind. Ob damit eine Veröffentlichung für den PC zu einem späteren Zeitpunkt gänzlich ausgeschlossen ist, bleibt abzuwarten. Also, es könnte natürlich später erscheinen, aber vorerst denke ich mal erstmal nicht und das ist wirklich, es tut mir leid. Ja, und dann machen wir gleich weiter mit den schlechten Nachrichten. Captain America wollte ich auch mir besorgen. Ich wollte es mir holen, wirklich, weil ich bin ein riesiger Marvel-Fan und Captain America ist ein geiles Spiel, aber... Auch leider nur für die Konsolen und es tut mir so leid, das glaubt ihr gar nicht. Naja, diese beiden Spiele werde ich nicht Let's Playen können, aber jetzt zu den guten Nachrichten. Ich bin wirklich ein Freund von Spider-Man und ihr Abonnenten, ihr habt es verdient, ein Spider-Man-Spiel zu bekommen von mir und ich wurde schon auch so oft gefragt, ob ich es Let's Playen würde und ich habe mich entschlossen, euch jetzt... zur Auswahl zu stellen, euch voten zu lassen, abzustimmen, welches Spider-Man ich denn Let's Playen soll. Und zwar gibt es von mir ein Let's Play Special Spider-Man für euch und drei Spiele stehen zur Auswahl, drei Spider-Man-Spiele. Die Trailer werdet ihr gleich sehen. Es ist einmal Ultimate Spider-Man, das etwas comichafte Spider-Man, aber dennoch ganz geil, habe ich auch durchgezockt. Dann passend zum Sonntag jetzt der... Also wir sind ja sowieso in der Spider-Man-Woche, wer es nicht bemerkt hat. Pro7, Spider-Man 1 bis 3, ihr wisst Bescheid. Und da jetzt am Sonntag Spider-Man 3 erscheint im Fernsehen, habe ich mir vorgenommen, könnt ihr auch wählen, ob ich Spider-Man 3 Let's Playen soll für den PC. Oder, ich denke mal, das wird am meisten abgestimmt dafür, Spider-Man Web of Shadows. Ja, ich möchte das natürlich auch vorschlagen und mir wäre das persönlich auch am liebsten, aber ich mache das nicht nur für mich, ich mache das für euch als kleine Entschädigung und zu meinem Let's Play Spider-Man Special und deshalb könnt ihr abstimmen. Ultimate Spider-Man, Spider-Man 3 oder Spider-Man Web of Shadows und die Trailer zu den nachfolgenden Spielen seht ihr jetzt.
What has become of my city? What has become of its heroes? Its villains? How do I turn back the darkness? Without losing myself to it. If I go against everything I stand for, will it be enough? So, das waren die drei Trailer und jetzt seid ihr gefragt, welches Spider-Man soll ich für euch let's playen oder besser gesagt mit euch let's playen, und entscheidet einfach, stimmt ab unten in die Kommentare, Privatnachrichten lieber nicht, weil ich möchte das Ganze in den Kommentaren unten lesen und dann werde ich das natürlich alles ausrechnen, dies und das und dann, naja. Das Spiel mit der meisten Stimme wird natürlich dann auch Let's Played von mir zu meinem Let's Play Spider-Man Special. Ich möchte es nochmal erwähnen, dass ihr es ja nicht vergesst. Ansonsten kann ich nur noch sagen, ich bin Lubu und ich freue mich auf eure Stimmen. Bye bye, tschaußen.